Klavier Ewald Stadler vom BZÖ. Herr Bundesminister, bringt zunächst einen Antrag ein, und zwar im Wissen darüber, dass diese Debatte wahrscheinlich nirgends so genau verfolgt werden wird wie in der türkischen Botschaft. Der Herr im Wortlaut. Der Herr Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten wird ersucht, den türkischen Botschafter Kadri Ecevit Deşcan mit sofortiger Wirkung zur Persona non grata zu erklären und damit dessen Abberufung zu verlangen. Meine sehr geehrten Herren, von der türkischen Botschaft, und ich werde jetzt nicht so devot wie der Kollege van der Bellen sein und von Exzellenz reden, Sie gleich einen Staub werfen. Ja? Meine Herren von der türkischen Botschaft, weil Damen gibt es dort nicht. Meine Herren von der türkischen Botschaft, Hohes Haus, ich fange mit einem Mordanschlag an. Am 3. Juni 2010, ist noch nicht so lange her, Herr Bundesminister, wurde in der türkischen Stadt, Hafenstadt Iskenderun, der Erzbischof Luigi Padovese von einem 26-jährigen Muslim, Murat Altun, mit insgesamt 8 Stichen ins Herz und in die Herzgegend, unter dem Ruf Allahu Akbar, Allah ist groß, Allah ist der Größte, niedergestochen. Der Erzbischof ist durch den Garten auf die Straße geflüchtet, um Hilfe zu erlangen, die hat er nicht bekommen. Daraufhin hat ihm der Attentäter den Kopf abgeschnitten. Er hing dann nur noch an einem Hautfetzen am Rest des Körpers. Seit 2008 sind mehrere Priester in der Türkei ermordet worden. Einer im Jahre 2008. Bitte, was ist mit der Dramatik? Ich weiß, dass Sie diese Dramatik nicht interessiert, meine Damen und Herren. Das sind ja Ihre Freunde, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Darauf habe ich gewartet. Ihr Bekenntnis zur Religionsfreiheit ist pure Heuchelei und sonst gar nichts, meine Damen und Herren. Wenn man einem katholischen Erzbischof, der Kopf abgeschnitten wird, dann gibt es keine Reaktion. Und nun sage ich an die Herren der türkischen Botschaft, ich möchte mich das Gezetere, möchte mir gar nicht vorstellen, das stattfände, wenn einem muslimischen Imam oder sonst einem Würdenträger von Geistlichen kann man nicht reden, auch nur ein Haar gekrümmt würde. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Botschafter, in diesem Land ist noch keinem türkischen muslimischen Religionsvertreter irgendein Leid geschehen, aber in Ihrem Land geschieht das jährlich, meine Damen und Herren. Was macht der Herr? Aber wir haben nicht gesagt, Sie sollen uns alle Analphabeten aus Anatolien schicken. Die hat uns die Türkei geschickt. Wir haben Ihnen nicht gesagt, Sie sollen uns Ihre Steinzeit-Islamisten aus Hochanatolien schicken, die sogar Töchter als 16-Jährige wie vor 2 Jahren bei lebendigem Leib begraben, weil sie außereheliches Verhältnis gehabt haben. Das haben wir Ihnen nicht gesagt, dass Sie das tun sollen. Ja, was haben Sie jetzt vielleicht mitgefühlt, Frau Kollegin Mutonen, für die 16-Jährige, die man dort lebendig begraben hat, war keine Katholikin, jetzt dürfen Sie ein Mitgefühl haben. Wir haben Ihnen das nicht gesagt, dass Sie das tun sollen. Die Türken haben es uns geschickt, meine Damen und Herren, und dann beklagt er das, dass nämlich diese Leute in diesem Land sich nicht integrieren wollen, wenn er gleichzeitig sagt, sie sollen sie gar nicht integrieren, und der Herr Erdogan durch europäische Länder reist und sagt, Integration und Assimilation sei ein Verbrechen am Türkentum, meine Damen und Herren. So schaut's aus. Wissen Sie, meine Damen und Herren, von der menschenrechtsbewegten gemeinsamen Regierungsfraktion, ihr Toleranzromantiker, dass es in der Türkei eine gesetzliche Bestimmung gibt, Paragraphen, Artikel 301 türkische Strafgesetzbuch, wo es heißt, wer so etwas sagt, wie der Herr Deşcan hier in Österreich, auf die Türkei gemünzt, ist dort strafbar. Artikel 301 türkische Strafgesetzbuch, wo es heißt, Herabsetzung der türkischen Nation, des Staates, der Republik, der Institutionen und seiner Organe, meine Damen und Herren. Dort geht man dann zwischen 6 Monaten und 2 Jahren ins Gefängnis dafür. Das ist die Türkei, die uns Ratschläge erteilt. Herr Botschafter, besteigen Sie den Orient Express und zurück nach Istanbul in Ihr Traumparadies, meine Damen und Herren. Nur damit Sie es wissen, dass es in diesem Land nicht nur, irgendwelche Toleranzromantiker gibt, die dieses Toleranz- und Einbahnstraßen-Toleranzgeplapper nicht schon längst satt haben. Das Sie ausnutzen, Herr Botschafter. Sie nutzen das aus, niederträchtig. Und ich sage Ihnen in aller Form, ein paar Menschen gibt es noch auf der politischen Ebene, die das nicht akzeptieren. Und die Bevölkerung draußen akzeptiert es erst recht nicht, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir das.